Moin Moin und willkommen zurück bei Smallland. So, wir haben jetzt mittlerweile eine Werkbank und ein paar coole Ideen, die wir machen können. Beziehungsweise eigentlich auch nicht so direkt. Wir haben eine Spitzhacke und ich würde gerne Steine abbauen. Danach können wir über Ideen reden. Ich will wissen, wie sich das jetzt hier verhält. So, Spitzhacke? Stein. Ich will mal wissen, was wir jetzt hier rauskriegen. Okay, das ist wohl ein schlechtes Beispiel für Stein. Das sieht besser aus. Ja. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, da noch Feuerstein mit rauszukriegen. Aber... halb so schlimm. Auch mit Steinen kann man bestimmt was anfangen. Oh, voll, zwei Steine pro? Wow, okay. Nee, der war jetzt über drei. Ist okay. Ich könnte mir bei dir hier eine Steinrüstung machen, ne? Hallöchen. Reden. Herstellen. Oh. Ja, deine Armschiene, Kälteschutz und Schutz. Reduziert natürlich mein Bewegungstempo. Du bist hungrig und durstig. Man kann durstig sein hier in dem Spiel. Zum Beispiel die Steinmaske, die finde ich pauschal schon mal gut. Da wir einfach keinen Helm aufhaben, kann man den ja wunderbar jetzt nehmen. So. Nicht hübsch, aber ausreichend. Ich würde dann jetzt nochmal schauen, dass wir bei der Waffe nochmal was anderes hinkriegen. Das Schwert scheint mir relativ cool zu sein. Upp. Aber Feuerstein würde ich natürlich auch noch relativ cool finden. So, benutzen. Beziehungsweise Sturmpfeil und Bogen würde ich mir auch nochmal angucken. Hier. Ich brauche Fasern. Und ich brauche Fasern. Das heißt, wir gehen eigentlich wieder los und brauchen Fasern. Wie repariere ich dich? Was habe ich getan? Nicht reparieren? Gucken, kann man die Sachen reparieren? Ah, hier, reparieren. Kostet mich auch die Materialien, ist okay. Ist nur fair, alles gut. Aber gut zu wissen. So, dann gehen wir doch einfach mal hier unten rein, ne? Wir haben hier noch ein paar von den bösen roten Ameisen. Aber wir haben auch nur noch... wir haben auch nur 45 live. Sollte mir... na, vielleicht erstmal andere Gegner suchen. Und Fasern vor allem. Das sind ganz schön viele von den Drohten. Da drüben ist auch eine... ja, okay. Hallo. Wupp. Oh, wir sind gleich tot. Na? Okay. Ich glaube, zum Heilen brauche ich die Verbände und dafür brauche ich Fasern. Womit wir wieder bei dem Anfangsthema sind, wir brauchen Fasern. Ich schaue mal, wie sich das verhält, wenn ich jetzt einfach was esse. Ja, so...
Vom Live her haben wir natürlich ein bisschen die Arschkarte gerade. Wie liegen da noch Köpfe? Na gut. Leute, ich hüpfe jetzt hier einfach rüber. Freundliche Ameisen. Hup. Kommt ihr hinterher? Oder habt ihr keine Lust? Na, ihr habt keine Lust, ne? Es ist irgendwie widerlich. So, ich brauche Fasern. Ross. Ach, hier waren wir ja erst zum Ernten. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass hier nicht so viele Gegner sind. Oh, warte, hier. Ich bin doch vorbeigelaufen. Boah, ich bin ein Held. Wow! Leute, nein! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Ich glaube, wir werden wieder sterben. Irgendwas ist bei dem Spiel läuft noch nicht ganz rund bei mir. Was Sünde. Ja, ist okay. Gerne die Fasern, die da liegen. Oh, Schrauben? Oh yeah! Okay. Kronkorken ist da drüben. Also jetzt bin ich mit den Fasern noch nicht so weit gekommen. Schlüssel. Gott, nein, 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 nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Ja, moin moin und willkommen. Wir sterben einfach am laufenden Band. Ist okay, kann ich schlafen? So, wir sind full life, ist okay. Ich werde mir mal kurz unseren Grabstein markieren. Oh, wir sind schon eine ordentliche Strecke gelaufen. So. Müsste gleich da sein. Okay, das Holz nehme ich mit. Hier ist gerade friedlich. Ah, ich gedrückt halt, nimmt er sie automatisch auf. Ah, gut zu wissen. Du bist aber nicht böse, oder? Gut, 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 gut. Ich sehe den Grabstein. Na, ganz toller Trick. Und hopp. Ah, Auge juckt. Was ist schon hier los?
So, einmal schön rein. Dann macht's immer besser. Brotkorb nehmen wir auch noch mit. Aber jetzt sind wir relativ gut dabei, abgesehen davon, dass wir frieren. Moment mal, aber da kann ich vielleicht noch was gegen tun. Ich hab doch... Ja, dann ziehe ich mich halt wärmer an, habe jetzt weniger Rüstung. Das ist okay für mich. Psst, sag ich jetzt noch. So, wollte ich die ein paar Fasern holen? Stein, Stein, Stein. Okay, hier. Harz nehme ich mal mit. Da vorne ist doch ein Sprachhaus. Ich hoffe, wir finden wieder nach Hause, dann ist gut. Das ist ganz schön viel. Sieht nach bewohntem Gebiet aus hier oben. Hallo? Okay. Du lässt dich nicht in Ruhe? Okay, aber wenn sie nacheinander kommen, krieg's hin. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Wohl kein Problem ist vielleicht nicht richtig, aber ein lösbares. Was haben wir hier? Der Geist des großen Baumes hört dich. Das ist eine Domstatue. Was ist dein Begehr? Ich will diesen Baum für mich beanspruchen und mein Lager dorthin verlegen. Okay. Du hast noch kein Baumlager, um deinen ersten Baum für dich zu beanspruchen. Und dort dein Lager aufzuschlagen, musst du einen großen Baum erklimmen und dort mit mir sprechen. Ist das der hier? Klettern wir, da jetzt einfach hoch? Und schon wieder habe ich wieder irgendwas anderes in meinem Kopf, ne? Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Wenn ich hier abstürze, bin ich ziemlich tot. Du bist hungrig und durstig. Ja, wahrscheinlich ist das nur hungrig, weil jetzt für den Button Durst habe ich jetzt noch nichts gefunden. Also ich sehe keine Leiste, die auf Durst hindeutet. Oh, oh. Was hoch da? Genau. Okay, Klettern tut er richtig gut. Das gefällt mir. Ah, nice. Also wie... Ich mag das Spiel bis jetzt sehr gerne. Ja.
haben sowas von gar keine Überlebenschancen, wenn wir hier runterfallen. Ey. Hoffe, diese magische Gnomstatue gibt mir eine Schnellreisemöglichkeit, hier hochzukommen. Weil egal, wie hübsch das ist, was ich für ein geiles Lager bauen könnte, hier wieder hochzulaufen, wäre eine ziemliche Tortur jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen. Ich glaube, das ist der Fahrstuhl. Untersuchen. Der Geist ist groß. Ich möchte diesen Baum in Besitz nehmen. Deine Baumsiedlung ist privat. Bitte was? Und kann ich dann hier oben wohnen, existieren und... Oh, wie gut! Was mache ich hiermit? Baumdiener. Hallo Ford, was kann ich für dich tun? Ich möchte dir den Wurzeln. Ich möchte dich etwas zum großen Baum fragen. Ja, ich mache. Gewiss, bin ganz Ohr. Wie kann ich andere vom kleinen Volk auf meinen Baum bauen lassen? Das ist für Multiplayer. Aha. Kann ich mein Lager von einem großen Baum zu einem anderen umziehen? Aber gewiss doch, du brauchst nur einen anderen großen Baum zu finden, den noch niemand in Besitz genommen hat, und ihn dann so in Besitz nehmen, wie du schon diesen hier. Dein Lager wird dann sofort dorthin versetzt. Heißt das quasi, der macht für mich den Umzug, wenn ich auf einen anderen Baum möchte? Wie kann das sein? Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sich unserem Verstand nicht erschließen. Das ist eine strategisch gut gewählte Antwort vom Entwickler. Haha! Gefällt mir. Verstanden. Bis dann. Hinab zu den Wurzeln. Auf geht's. Aha. Gut. Sehe ich das auf der Map? Baumlager, ja. Ist ja geil. So, ich würde gerne mal was essen. So ein paar Ameisenspieße zum Beispiel. Und jetzt wechsle ich mal wieder auf die bessere Rüstung. Keule geht's gut. Fasern haben wir wie viele? 9, ja. Das ist nicht viel. Moin. Hallöchen. Und mir wird kalt. Ja, okay. Ich hoffe mal, eins davon reicht. Geh weg! Danke. Oh, hier ist noch ein Kopf. Eine Spinne. Das ist eine Unschärfe im außerhalb meines Sichtfelds, ne? Ah, kann ich die rausnehmen? Die bin ich nämlich doch ein bisschen störend. Achso, will ich an der Auflösung rumspielen. Die Haupttextur? Ha.
Wow! Ey, ich war beschäftigt. Du kleines Mistvieh. Da! Seid ihr überall! Mein Gott. No. Ich würde gerne mal schauen, dass wir wieder nach Hause kommen. Hinweise. Ernten, primitives Beil oder besser. Habe ich doch mal gemacht, oder? Habe ich nicht. Ja gut. Holzbeil. Und schon habe ich wieder Fasern verloren. Warte mal, die beiden tausche ich mal. Das Beil zählt nicht. Wow. Ach, da vorne sind Fasern. Einmal durch die Ameisen durch, bitte. Beziehungsweise die Ameisen denken sich das, glaube ich, auch gerade zu mir. Da ist auch noch eine Eule. Nein, nein, nein. Mist. Ich müsste mich mehr um Heil-Items kümmern, aber das ist auch gar nicht mal so einfach, weil ich gehe mal davon aus, dass ein Verband Fasern kostet. Ja, natürlich kostet er Fasern. Kann ich denn hier ein primitives Beil machen? Ja, tatsächlich. Harz, Chitin, Holz. Chitin? Ja, okay, das haben wir noch nicht. Ja, gut. Irgendwie gehört aktuell das täglich Sterben noch dazu. Das irritiert mich noch ein bisschen. Ist so sonst nicht so meine Art. Aber ist dann so. Lass mich in Ruhe. Ruh mich auf. Ich habe noch Termine. Bei meinem eigenen Grab, um genau zu sein. Tja. Wo ist denn mein Grab da? Noch ein paar Fasern? Ja, ne? Jetzt hau ich ab. Da guckt er doof, ne? Boah, hier ist doch alles voll mit Fasern. Oder frisch nachgewachsen, bin mir nicht sicher. Hier im Stress Dinge farmen. Wupp. Hopp, 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 hopp. Hier ist nachgewachsen. Das ist das, was wir geerntet haben. Okay. Aber dann haben wir zumindest irgendwas, um wieder was anzufangen. Und jetzt lasst ihr mich einfach in Ruhe? Ja, okay.
finde das mit diesem Baumlager da oben relativ geil. Das würde ich mir vielleicht nochmal zu Gemüte führen. Ja? Na? Na? Hast gehofft, dass ich ertrinke? Das ist einfach nur an meiner Leiche. Oh. Ich gehe dann mal. Bevor die sich wirklich noch an meiner Leiche ergötzen können. Ah, jetzt haben wir Fasern, jetzt können wir irgendwas machen. Im Zweifelsfall ein Verband. So. So, ich habe einen neuen Knüppel und wir haben jetzt Fasern. So. Primitives Beil können wir nicht machen. Pfeil und Bogen würde ich gerne mal ausprobieren. Beziehungsweise Knüppel macht 6 bis 8 Schaden und das Schwert. Schwert da. 8 bis 11. Also im Gegenfall macht es mehr Schaden. Gut, es ist Klingenschaden und nicht stumpfer Schaden. Das ist der Unterschied. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Ansage. Und dann probieren wir den Bogen auch nochmal aus. Fackel finde ich auch gut, nehmen wir. Und Pfeile. Er macht jeweils 10 Pfeile draus. Oh, sehr schön. Muss ein Pfeil für den Bogen ausrüsten. Okay. Mal schauen. Freiwilligen. Oh, falsche Taste. Und Schwert. Aha. Na dann, darf ich euch auch mit 15 HP? Ja, jetzt gibt's aufs Maul. 2 Schläge? Wuhu! Luxus! Geil! Das gefällt mir richtig gut. Oh, sind auch schon wieder bei einer halben Stunde. Ich würde mal kurz schauen, ob wir noch etwas Cooles bauen können. Ich meine, wir haben nämlich noch eine weitere Handwerkstation freigeschaltet. Wie ein Steinschleifer, die können wir uns nochmal anschauen. Mache ich die hier? Wie mache ich hier Verbände? Kostet doch nur ein Vermögen. So gefühlt. So, muss ich dich dann über den Bauhammer machen? Bohnenkorken, Holz. Ja, Stein muss ich nochmal kurz holen. Ja, okay. Haben wir ja vor der Tür.
Das Holz habe ich jetzt natürlich rausgehauen für die Pfeile. Das heißt, wir müssen auch nochmal Holz sammeln. Aber schauen wir uns die doch einfach beim nächsten Mal an, die Werkbank, weil ich glaube jetzt hier gerade nicht im Kopf, wie irgendwo Holz liegt. Beziehungsweise, wir werden einfach mal unsere Antennen danach fragen. Moment. Magic Antenne! Nein! Kein Holz hier! Ist dann so? Schauen wir beim nächsten Mal nach Holz und natürlich wieder nach Fasern, weil ich habe gerade das Gefühl, von Fasern können wir im ersten Moment niemals genug haben. Vielleicht wohnen wir dann auch schon auf dem Baum, den wir vielleicht einfach dahin umziehen. Aber ich finde den Baum geil. Machen wir so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.